Ein bisschen Salz oder Zucker wäre schon nicht schlecht. Ja, aber du bist doch süß genug. Schon? Ja, ja. Mein Magen knurrt. Ah ja, warte, muss ich mal hören. Ja, los noch. Oh ja. Hörst du es, wie der Magen knurrt? Oh, da komme ich ja fast ein schlechtes Gewissen. Ja. Mit der Rohkost beim Hanswelli, glaube ich, übertreibe ich es jetzt schon ein bisschen. Ja. Ich gehe jetzt dann schon wieder zurück, aber es war irgendwie lustig in seiner Reaktion. Also jetzt hört es auf mit dem Gemüse, sagt er dann. Ach so, das ist ja so fein. Ich muss doch recht essen, ich muss auch arbeiten. Ja. Ich gehe zu der Wäsche aus, muss ich wieder neue Überhose haben. Ah ja, ja, weißt du, das ist nicht so schlimm. Da könnte ich dir den Job enger machen. Also, es geht jetzt schon ein bisschen zu weit, ja. Also, ja, ich habe gerne Gemüse, aber dann sollte schon noch eine rechte Soße dran sein. Und ein bisschen gut gewürzt sein. Und gerade ein bisschen so Raufutter, ich bin kein Wiederkäuer. Naja, wir haben Hans-Uli wieder und wieder beim heimlichen Kauen erwischt. Deshalb hat er auch noch sein Bäuchlein. Weißt du was? Könntest du eigentlich mal noch schnell auf die Waage stehen? Wie viel hast denn du noch mal? Ja, viel. Ja, was heisst viel? Ja, wie schwer? Bei 110 Kilo oder so. Also mit den Kleidern? Ja, schon mit den Kleidern. Ah. Aber ohne Schuhe. Also für mich ist es nicht unbedingt wichtig, dass er abnimmt, aber er will ja selber und dann tue ich ihm eben gerne dabei helfen. Ob das klappt, steht allerdings in den Sternen. Das Horoskop von heute würde dich auch nicht auch noch interessieren. Vielleicht steht ja etwas drin. Oder so. Gehört jetzt das zum Tagesritual? Ein bisschen Gemüse essen und Horoskop vorlesen? Ja, jetzt sind Maria da. Es hat sich schon etwas geändert. Da. Ja, da schon mit diesem Horoskop und da in der Meinung Diät und das Zeug da. Ich weiß auch nicht, hoffentlich werde ich nicht noch krank dran. Bald schweben sie dank Venus, Mulder. Schweben? Ja, da. Im siebten Himmel vielleicht? Oh ja, wie hoch bist du? Ja, das weiss ich nicht. Ich habe es schon lange nicht mehr erlebt. Schweben mit Venus, jawohl. Ah. Und bei dir steht? Ja. Sie könnten absolut unentschlossen sein. Lassen Sie sich von den Sternen ein wenig mitreißen und wagen Sie ruhig etwas Neues. Hä? Jetzt weißt du, was du hast. So ganz traut Hans-Uli diesen Voraussagungen nicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein, der auf da eingeht oder daran glauben, wenn es dann einmal den Funken tut, dann kommt auch ein Uni-Horoskop. In St. Gallen unterdessen ist alles beim Alten. Und das bedeutet, Hans-Ulis Bäuchlein bleibt Thema Nummer 1. Man soll ja mal die Waage holen. Ja, das wäre noch gut. Da bin ich jetzt schon gespannt. Gell, das Schwein? Hans-Ulis Hund mag das Gemüse genauso sehr wie sein Herrchen. Du, aber gell, da wird er nicht beschissen. Ja, willst du mal auf Null tun? Ah, oh, warte, schau, lass mich da schauen. He? Ja, ja, aber du tust da einfach beschissen. Komm, lass ihn mal abstellen, bitte. Ja, jetzt also genau. Ja, genau. Die hat eh die besten Tage, glaub, schon gesehen. Da bist du, glaube ich, schon lange nicht mehr drauf gestanden. Also, wenn es ein bisschen zurückgegangen ist, dann bin ich froh. Und sonst, wenn es gleich geblieben ist, dann bin ich auch nicht traurig. Und ich denke, man, solange ich die Schuhe habe, mag man ihn nicht abnehmen. Haha! 2 Kilo! Hey, super. Dann machen wir aber ein bisschen weiter, he? Bin nicht begeistert. Ja, muss ja nicht immer sein, aber so zwischendrin. Also bis auf 105 aber? Nein, auf 100. Auf 100? Ja. Du, jetzt hast du schon 2 Kilo verloren in diesen paar Tagen. Ja. Weißt du, geht das schnell? Ja, jetzt haben wir ja gewogen und ich bin im Verlust stolz. Er hat schon 2 Kilo abgenommen auf 108 Kilo. Super, ja. Wenn er das so weitermacht. Ich meine, ganz mager wird er im Fall auch nicht. Aber einfach ein paar Kilo wäre schon nicht schlecht. Mal schauen, ob es der Hund frisst. Siehst du, oh, ja. Ich soll es denn essen und der Hund frisst nicht einmal. Vorsicht! Wenn Hans-Uli jede Woche 2 Kilo verliert, ist er in einem Jahr ganz verschwunden. Ja, man könnte es vielleicht einmal durchziehen, wenn man es jetzt nicht mehr auf 5 runterbrecht. Wenn man es vielleicht merken, oder vielleicht könnte ich da wieder mal die schöneren Hosen anlegen, die einem noch geben. Ja.